Hallo, ich bin Werner Hildenbrand. Wir haben den 20. März 2020. Unser Theater musste wegen der Corona-Pandemie schließen. Am 24. Oktober 1980 haben wir Bayreuth zu einem eigenen Theater verholfen, mit einem regelmäßigen Spielplan und einem in Bayreuth ansässigen Ensemble. Wir feiern also im Herbst 40-jähriges Jubiläum, wenn das Coronavirus uns das erlaubt. Corona ist auch der Grund für dieses mit provisorischen Mitteln gedrehte Video über unser Haus und die aktuelle Situation bei der Studiobühne. Hier befinden Sie sich in unserem Foyer. Normalerweise können Sie sich hier an der Theke mit einem Glas Sekt auf die Vorstellung einstimmen. So, ich sitze hier in der Kasse. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei allen Zuschauern bedanken, die auf die Rückerstattung der Eintrittsgelder für die bereits ausverkauften Vorstellungen bis Ende April verzichtet haben und diese Beträge an die Studiobühne gespendet haben, damit wir gut überleben können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, hier sitze ich im Zuschauerraum. Normalerweise wird hier viel gelacht oder mit Spannung ein Theaterstück verfolgt. Heute sind alle Plätze mit Schonüberzügen bedeckt. Ich befinde mich hier im Bühnenbild des Stückes Ein seltsames Paar oder Zwei schöne Buben. Sämtliche Vorstellungen waren bis Ende April ausverkauft. Am 14. März hatte hier das spannende Theaterstück Vater seine Premiere. Das war die letzte Vorstellung bis jetzt. Alle weiteren Vorstellungen mussten leider vorläufig abgesagt werden. In unserem gemütlichen Bistro im Untergeschoss bewirtet sie seit Beginn dieses Jahres ein neuer Wirt. Nach der Vorstellung kann hier gemütlich gefeiert werden. In unserer Holzwerkstatt würden unsere Mitarbeiter jetzt intensiv an den Bühnenbildern für unsere neuen Sommerproduktionen arbeiten. Um unsere Mitarbeiter aber zu schützen, wurden diese Arbeiten unterbrochen. Denn beim Bühnenbildbauen lässt sich ein Kontakt nicht vermeiden. Einer hält etwas, der andere schraubt, sägt, hämmert, nagelt, leimt. Hier arbeitet unser Ronald Kropf. Er ist Meister, Veranstaltungstechnik, Fachrichtung Beleuchtung. Er plant gerade für unsere Sommerproduktionen das Lightdesign, also die Lichtgestaltung und die Tonbegleitung. Im Augenblick nutzen wir diesen Probensaal als Konferenzraum, wie Sie sehen, damit der notwendige Abstand wegen der Gesundheit unserer Mitarbeiter und des Coronavirus gewährleistet werden kann. Eigentlich wären jetzt hier Proben vorgesehen für die Sommerproduktionen in der Eremitage, zum Beispiel der Graf von Monte Cristo oder das Kinderstück Momo. Auch die Proben zur Lohengrin-Adaption von Uwe Hoppe für das Steingräber Hoftheater hatten hier bereits begonnen. Dieser große Saal wird manchmal auch für spezielle Produktionen als Aufführungsort genutzt. Hier sehen Sie die Bestuhlung von unserer letzten Produktion und hier sehen Sie die Ausstattung und die Requisiten der letzten Produktion. Das war das Kinderstück. Mounts und Wuff. Dieses Kinderstück ist mobil und kann auch an Schulen und Kindergärten eingeladen werden. In diesem kleinen Probensaal stehen die ersten gebauten Teile für das Kinderstück Momo. Auch die Wiederaufnahmen von Don Juan und Wagners Jugendwerk Leuwand werden hier geprobt. Jürgens Kambrax spielt übrigens die Titelrolle in Richard Wagners Leobald. Das seit 1989.
der Schneiderei arbeiten unsere Heike Betz und Andrea Pappenfelder an den Kostümen für die neuen Sommerproduktionen. Streng getrennt und mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Diese Kostüme warten darauf, dass unsere Schauspieler wieder hineinschlüpfen, um die geplanten weiteren Vorstellungen von Ein seltsames Paar oder Zwei schöne Buben zu Ende zu spielen. Hier hängen die Kostüme unserer neuesten Produktion Vater, die leider bisher nur die Premierenvorstellung erlebte. Hier organisiert unser kaufmännischer Leiter gerade den Notbetrieb, zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Birgit Franz ist unsere Dramaturgin. Sie sorgt dafür, dass Sie, liebe Zuschauer, immer die neuen Programme lesen und sich auf den Plakaten zu unserem neuen Spielplan informieren können. Und ich kümmere mich auch um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das hier ist unser Spielplan für die laufende Saison. Sie sehen die vielen Aufführungstermine der verschiedenen Stücke. Ein volles Programm. In unserem Sekretariat nimmt Monika Hirschmann ihre Anrufe und ihre Kartenwünsche entgegen. Und sie beantwortet ihre Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Kurzbesuch in der Studiobühne. Und ich hoffe, Sie, wenn wir wieder Theater spielen, noch oft in der Studiobühne sehen zu können.